herzlich willkommen zu meinem nächsten Harry Potter Themenvideo. Beim letzten Mal habe ich euch ja 5 lateinische Namen aus dem Harry Potter Universum vorgestellt und sie ins Deutsche übersetzt und gedeutet, wie das mit den Personen gut zusammenpasst. Und ich habe auch schon angekündigt, dass ich das Gleiche auch mit Zaubersprüchen vorhabe. Denn J.K. Rowling hat so unglaublich viel mit Namen und Wörtern in ihre Geschichte hineingepackt und viele Informationen versteckt, die einfach so gut in das Ganze reinpassen, in das ganze Universum. Und je mehr man sucht, desto mehr findet man. Und auch bei den Zaubersprüchen passt es einfach sehr, sehr gut. Es gibt natürlich auch erfundene Zaubersprüche, aber meistens hat es einen lateinischen Ursprung. Es gibt auch wieder Zaubersprüche, die andere Sprachen entsprechen. Aber ich habe mir hier wieder lateinische rausgesucht, weil das die Sprache, die mir besonders ist, die mir besonders am Herzen liegt. Ich habe auch schon gefragt, ob ihr auch gerne möchtet, dass ich aus anderen Sprachen recherchiere. Das kann ich auch gerne machen. Da brauche ich allerdings doch ein bisschen mehr Recherche, weil aus dem Lateinischen kann ich mir das so ein bisschen selber denken und selber rausklamüseln. Aber andere Sprachen, da muss ich dann tatsächlich noch ein bisschen recherchieren. So, wie beim letzten Mal habe ich mir jetzt erstmal 5 bekannte Zaubersprüche rausgesucht. Beim letzten Mal habe ich mir auch bekannte Namen rausgesucht. Wir werden bei den nächsten Malen auch dann mehr und mehr auf etwas mehr Nischennamen und Nischenzaubersprüche eingehen. Aber jetzt erstmal bekannte. Was ich aber rauslassen werde, ist, und was ich denke, jeder irgendwie übersetzen kann, ist Lumos und Nox. Lumos bedeutet, beziehungsweise kommt von Lumen und bedeutet Licht, und Nox bedeutet Nacht, und somit kann man halt eben Licht an- und ausmachen mit dem Zauberstab. So, wir fangen jetzt aber mit dem ersten Zauberspruch an, und ich glaube, das ist von vielen, vielen Potterheads der Lieblingszauberspruch, und auch mir liegt der sehr am Herzen, und zwar ist das Expecto Patronum. Denn ich glaube, jeder wünscht sich irgendwie einen Patronus, einen Beschützer zu haben, heraufbeschwören zu können, und es gibt ja auch so viele Tests, wo man gucken kann, was die Figur deines Patronus ist, und sind ja immer in Tierformen, kann man diese positive Energie kann man heraufbeschwören, indem man an etwas sehr, sehr Positives denkt, an eine tolle Situation, und so kann man diesen Patronus heraufbeschwören, der einen gegen dunkle Mächte beschützen kann, zum Beispiel Dementoren. Ja, ist aber ein sehr, sehr schwieriger Zauberspruch, und jetzt wollen wir mal wissen, was bedeutet das eigentlich. Expecto kommt von dem lateinischen Verb expectare und bedeutet so viel wie erwarten. Expecto, also die Endung, ist erste Person Singular und bedeutet ich erwarte. Patronum ist, glaube ich, nicht so schwer zu übersetzen, weil der Patron gibt es ja auch im Deutschen, bedeutet so viel wie Schutzgeist, aber auch Verteidiger und Anwalt könnte man auch übersetzen, aber das wäre nicht ganz so magisch, nicht wahr? Also bedeutet Expecto Patronum, Patronum ist im Akkusativ, bedeutet also ich erwarte den Schutzgeist. Passt perfekt und finde ich toll, dass das hier sogar mit den Endungen richtig passt. Etwas anders ist das bei Expelliarmus, den Entwaffnungszauber, den Harry ja sehr, sehr oft benutzt. Und wenn man kämpft, kann man den Gegenüber halt entwaffnen. Expellere ist das Verb, wo wir wahrscheinlich den Ursprung dieses Zauberspruches finden. Denn expellere bedeutet so viel wie verbannen und vertreiben. Es ist aber eigentlich nur ein Wort, ist hinten aber noch dieses Amus mit dran gehängt. Und das kommt wahrscheinlich von Arma, und zwar bedeutet das Waffen. Und das zusammengefasst in einem Wort könnte einfach Waffen vertreiben, Waffen verbannen bedeuten, denn auch hier fliegt ja der Zauberstab weg, beziehungsweise es einfach entwaffnet. Ja, diese Endung, dieses Ex-
Pelli, dieses I dazwischen, das gibt es eigentlich nicht, aber es müsste eigentlich, wenn es richtig ist, wenn es wieder bedeuten soll, ich vertreibe die Waffen, dann müsste es eigentlich Expelloama heißen, aber es klingt vielleicht schöner mit den Expelliarmus und das hat sich bei uns ja auch einfach in die Köpfe eingebrannt und ich glaube, das verzeiht man dann auch gerne mal, weil es soll ja auch gut klingen. Das war der zweite. Kommen wir zum dritten und auch das benutzt man in einem Zauberer-Duell beim Kampf und zwar ist das Stupor. Stupor ist diesmal mal kein Verb, sondern ist tatsächlich auch ein Nomen aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Erstarrung, Starre oder Starrheit. Und genau das ist ja auch das, was der Zauberspruch bewirkt beim Gegenüber. Der Gegenüber ist erstarrt und kann sich nicht mehr bewegen. Ja, das war relativ schnell abgehandelt. Jetzt kommen wir zum vorletzten Zauberspruch, zum vierten. Und zwar ist das Accio. Das wird auch ganz häufig benutzt. Und zwar kann man dort auch mit dem Zauberspruch auf irgendwas zeigen oder irgendwas nennen. Sagen wir mal Accio Feuerblitz, was ja auch Harry durchaus mal benutzt hat, um seinen Besen herbeizuzaubern. Und Accio kommt wieder von einem Verb und zwar heißt es herbeirufen. Und das passt natürlich wieder klasse. Accio ist wieder erste Person Singular, bedeutet also explizit ich rufe herbei. Und wenn man dann etwas irgendwie dabei dahinter setzt, ich rufe den Feuerblitz herbei oder was auch immer, dann passt das wieder hervorragend. Und jetzt kommt noch ein weiterer Zauberspruch, und zwar unser fünfter, unser letzter Zauberspruch, den ich selber auch total toll finde. Und zwar ist das Ridiculus. Unser allseits beliebter Professor Lupin bringt das den Schülern bei, denn so kann man einen Irrwicht bekämpfen. Ein Irrwicht verwandelt sich in das, was der Zauberer, der ihm gegenübersteht, am meisten fürchtet. Und man kann ihnen entgegengehen, indem man ihn lächerlich macht, indem man sich über ihn lustig macht. Man denkt sich irgendwas aus, was diese fürchterliche Gestalt, in die sich der Irrwicht verwandelt hat, indem die irgendwie die Angst nehmen kann und das einfach ja, zum Lachen ist. Und somit passt es natürlich super, super dazu. Ridiculus kann einmal ein Nomen sein, kann also einmal bedeuten sowas wie Clown, Kasper oder nah, aber noch besser passt eigentlich das Adjektiv dazu, genauso auch Ridiculus heißt, nämlich auch lächerlich. Und somit passt es natürlich perfekt, wenn man den Irrwicht in etwas Lächerliches verwandelt. Ja, so sind wir jetzt schon durch mit unseren 5 Zaubersprüchen, die ich euch einmal aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt habe. Also die Reihe wird auf jeden Fall weiter fortgesetzt. Mir bringt es Spaß, das zu recherchieren. Und deswegen werden wir das auf jeden Fall weiter fortsetzen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir gerne in die Kommentare, gebt mir einen Daumen hoch und klickt beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut, ciao, ciao, Nox.